herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Ab dem 1. September sollen wieder Corona-bedingte Beschränkungen bei Auslandsreisen eingeführt werden, kündigte der Kanzleramtsminister an. Gergely Gulyás sagte, der Krisenstab werde dazu einen entsprechenden Vorschlag auf der Regierungssitzung kommender Woche einreichen. In den meisten Ländern Europas verschlechtere sich die Corona-Lage. Diese Entwicklungen würden mit einigen Wochen Verspätung auch die ungarischen Statistiken beeinflussen, sagte der Kanzlerminister auf der Regierungspressekonferenz. Wir bitten jetzt jeden darum, nach dem 1. September keinen Auslandsurlaub zu planen, vor allem nicht in die südlichen Länder. Am wichtigsten ist, dass der Unterricht am 1. September problemlos neu gestartet werden kann und die Schüler der normalen Ordnung gemäß das Schuljahr beginnen können, sagte der Kanzlerminister. Die Regierungssprecherin sprach auch darüber, dass der Corona-Einsatzstab, der unter Aufsicht des Innenministers aufgestellt wurde, jederzeit alarmierbar sei. Die Einsatzkräfte entstanden, um mit der Lokalisierung der Infektionsherde im Notfall die Verbreitung des Virus zu verhindern. Die Corona-Maßnahmen würden die Wirtschaft aller Länder beeinflussen. Gergely Gulyás sagte, Ungarn sei hinsichtlich des Wirtschaftsabschwungs in einer besseren Lage als die anderen EU-Länder. Die Regierung hoffe, dass die monatliche Beschäftigungsstatistik die Zahlen des Vorjahres erreichen würde. Der Minister fügte hinzu, im Juli hätten 4.460.000 Menschen in Ungarn gearbeitet. Diese Zahl sei um 2.600 Menschen mehr als im Januar, jedoch um einige Zehntausende weniger als im Jahr zuvor. Dennoch ginge die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden durchgehend zurück. Der kommende Nationalfeiertag wird dieses Jahr außerordentlich sein. Wegen der aktuellen Pandemielage entschied die Regierung, die zentrale Feier am 20. August abzusagen. Es soll dieses Jahr also weder eine Flugshow noch ein Feuerwerk geben. Dafür wird das feierliche Gelöbnis der Rekruten am Vormittag vor dem Parlament stattfinden, wie auch die feierliche Messe in der St. Stephansbasilika. Der anschließende Umzug mit der einbalsamierten rechten Hand König Stephans wird jedoch entfallen. Auch das Festival der Handwerker wird außerordentlich sein. Neben den Bühnenveranstaltungen werden auch die Handwerkerprogramme auf 7 verschiedenen Plätzen im August und September ausgetragen. Über das lange Wochenende kann man mit verschärften Straßenkontrollen rechnen. Die Beamten werden den Verkehr nicht nur aus Streifenwagen und auf Motorrädern, sondern auch aus zivilen PKWs im Auge behalten. Dabei soll die Autobahn M7 besonders kontrolliert werden. Während des anstehenden verlängerten Wochenendes wird auf Straßen, Landstraßen und Autobahnen mit erhöhtem Verkehr gerechnet. Die Polizei kontrolliert verstärkt das Befahren von Standstreifen. Öfters werden dort nämlich Unfälle von verkehrsgefährdenden Rechtsüberholern verursacht. Genau das sieht man in den Aufnahmen der Polizei von letzter Woche. Viele versuchen, andere auf diese Weise zu überholen. Dies ist nicht nur ärgerlich, sondern extrem gefährlich. Sowohl Zivilstreifen als auch hochmotorisierte Fahrzeuge der Polizei kamen bei der Aktion zum Einsatz. Ziel sei nicht die Verteilung von Strafzetteln, man wolle lediglich den Verkehrssündern das Handwerk legen. Autofahrer müssten in den kommenden Tagen mit derartigen Kontrollen rechnen. Die Polizei bitte jeden um erhöhte Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Wir möchten Unfälle vorbeugen und bitten jeden um die Einhaltung der Verkehrsregeln. Der Standstreifen soll nur im Falle einer Autopanne und gemäß Straßenverkehrsordnung genutzt werden, sagte der Polizeihauptkommissar. Josef Oberling fügte hinzu, der Erfahrung der Polizei nach würden die meisten Autofahrer die Kontrollen begrüßen. Diejenigen, die nämlich die Verkehrsregeln einhalten würden, seien über die Polizeieinsätze gegen Verkehrssündern erfreut und würden den Beamten sogar Beifall spenden. Am letzten Tag des verlängerten Wochenendes werden die Polizeibeamten vorrangig auf der Autobahn M7 Richtung Budapest eingesetzt, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu überwachen.
Das Stadtwäldchen ist eines der beliebtesten Freizeitorte in Budapest. Der schönste Teil des Parks ist der beinahe 16.000 Quadratmeter große künstliche See, der über das ganze Jahr ausgezeichnete Erholungsmöglichkeiten bietet. Vom Frühling bis Herbst können hier Boote ausgeliehen werden und im Winter öffnet hier eine Kunsteislaufbahn. Auf dem Weinberg der Gemeinde Boy, welcher zur Weinregion Nesme gehört, wurden einst europaweit bekannte Weine produziert. In den vergangenen Jahren gründeten die örtlichen Winzer eine Vereinigung mit dem Versuch, ihren einst bedeutenden Kellereien wieder zum alten Glanz zu verhelfen. Hier im sogenannten Esterházy-Keller findet man heute die größte restaurierte historische Weinpresse Ungarns. Die hölzerne Konstruktion besteht aus einem 260 Jahre alten Eichenholz. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken.